Ja, tut nicht so, als hätte ich eine Wahl. Ich muss eh die beiden nehmen. Zurückgelassen. Na, der ist jetzt eine Geisterstadt. Unsere Rekrutierungsoptionen sind spärlich. Unsere beste Chance ist die Einheit Echo 5 in der Nähe. Statten wir ihnen einen Besuch ab. Diesen ganzen Trupp für unsere Madenjagd befehligen. Das wird gar nicht leicht. Mach dir keine Sorgen. Ich habe da eine schöne Rede vorbereitet. Ja. Das hatte ich befürchtet. Da vorne. Schnauzi, McSchnauzington. Hat einen Schnauzer. Okay, ihr Hübschen. Zugehört. Shit. Alle noch in einem Stück? Wir suchen nach Echo 5. Das sind wir, Sir. Maden haben uns angegriffen, ein Stück die Straße lang. Kamen aus dem Nichts. Alles klar, ihr kommt mit uns. Suchen wir eure Leute. Hoffen wir mal, dass vom Trupp noch was übrig ist. Flucht. Niemand mehr übrig. Wir sollten uns den Ort des Hinterhalts ansehen. Vielleicht finden wir eine Spur von den Gears. Was? Halte LT gedrückt, um Gegner präzise anzuvisieren? Hä? Muss ich mal schauen. Unterwegs. Ja. Waffenexperte meldet sich. Der Waffelexperte. Nom, 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 nom. Der macht die besten Waffeln im ganzen Trupp. Immer noch Maden hier. Oh, oh. Macht sie platt. Das ist immer, sollen, als ihr die Chance hattet. Ist immer toll, wenn man Gegner aufdeckt, nachdem er alle Einheiten bewegt hat. Alles im Blick. Das hat nicht so viel Sinn, würde ich sagen. Ich halte die Augen offen. Wir können nur hoffen, dass die uns auch nicht treffen. Etwas näher sind. Verstanden. Was machen wir denn jetzt Schönes? Wie wär's mit einer Granate? Schade. Ja, einer tot, der andere aua. Das ist gut. Granate raus! Ziel ausgeschaltet. Ziel ausgeschaltet und aus der Deckung gesprengt. Sieht ziemlich tot aus. Warte auf Befehle. In Bewegung. Funktruck voraus. Wollen wir den Rest von Echo 5 finden? Sollten wir dort mit Suchen anfangen? Werfe Granate! Granaten sind in dem Spiel einfach mächtig. Was? Was soll ich sagen? Ich hör zu. Ich verstehe wirklich nicht, was die mir sagen wollten mit der linken Schultertaste. Damit kann ich gucken, wie viel ich mit der Pistole Schaden machen würde. Naja, wie dem auch sei. 10% Trefferchance.
Aha. Daneben! Oh, du bist nutzlos. Mal schauen, ob es unser Schnauzer besser macht. Naja. Naja, sieht nicht so aus. Außer mit dem Bajonett. Und dann steht er voll in der Mitte der feindlichen Gegner und wird in der nächsten Runde so erschossen, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was los ist. Los geht's! Hier komme ich, ihr Penner. Ich finde die Animation lustig, wenn er mit dem Bajonett auf die losläuft. Also kleine Schrittchen macht. Ziel ausgeschaltet. Naja, das ist echt eine ungünstige Situation. Aber ich muss das einfach machen. Hat er jetzt nicht immerhin irgendwie mehr Schadensresistent oder Tenzen oder irgendwie sowas? Na komm, ich bin bereit. Achtung! Locust voraus! Au. Na, da hatten wir aber ehrlich gesagt nochmal ordentlich bereit. Glück. Da waren die gerade sehr nett zu uns, das Spiel. Aha. Okay, sehr gut. Ein Overwatch weniger. Jetzt können wir ihn hier nämlich bewegen. Oh yeah. Bleibe in Alarmbereitschaft. Mach das. Bin unterwegs. Ja, nicht so gut, aber versuchen wir es. What? Eine tote Made. Nicht schlecht. Das hätte ich nicht erwartet. Mit der Trefferwahrscheinlichkeit. Cool, cool. Jetzt können wir den irgendwie aus irgendeinem Grund nicht exekutieren, weil wir nicht genug Aktionspunkte haben. Ist eigentlich schade, weil es wäre gut, wenn das gehen würde. Nein, keiner kommt hin, aber ist egal. Ich glaube, der lebt nächste Runde noch. Gehen wir alle in Position. Abraxe, Dankeschön für die super nette Spende, die das Glas so sprengt. Puch, riesige Goldmünzen. Dankeschön. Echt voll nett, voll großzügig. Freut mich sehr. Vielleicht die letzte Geldspende des Jahres diesmal. Dieses Jahr. Cool. Dankeschön, Abraxe. Naja. Hier kann man sich die passiven Fähigkeiten angucken. Es ist trotzdem ein bisschen unübersichtlich und oft nicht ganz deutlich formuliert, was die Fähigkeiten machen. Da hätte man ein bisschen schöner machen können. Ja, sagt er. Als ob er auf mich reagieren würde. Ist schon okay. Ich sage ja nur. Maden haben diese Gears überrascht. Zumindest ihre Tags bringen wir nach Hause. Hier werde ich heimleuchten. Heimleuchten. Aus welchem Jahrhundert kommst du gleich nochmal? Der Eins ist vorbei, aber die Maden sind noch drin. Grabt euch beim Funkschmack ein. Jetzt plündern wir erstmal. Lieferung gesichert. Sanitäter steht bereit. Ist das der Funkturm des Auto hier? Oder was genau ist eigentlich dieser Funkturm, bei dem wir uns hier eingraben sollen? Ich bin mir nicht sicher. Schauen wir mal. Warte mal, könntest du dir noch die Kiste krallen? Nein. Schade, weil die einfach nur ein bisschen zu weit weg ist, oder? Nächste Runde vielleicht. Weißt du was, dann geh ruhig mal hier ein bisschen. Genau. Ärger im Anmarsch. Oh. Maden auf 12 Uhr. Ärger im Anmarsch. Es ist schon 12 Uhr nach Madenfall. Jetzt aber. Schlechte Idee, Made. Ich glaube, aus dem Spiel kann man ein super Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn einer Made sagt,
Ich glaube, man Zeit, ist nach für unser Geld zu tun. 10 Minuten tot, wenn man das macht. Verstanden. Kann ich die Löcher schon, kann ich die schon sprengen, bevor die offen sind? Ich glaube nicht. Wenn ich das jetzt werfe und das funktioniert nicht. Aber irgendwie, ich hab das Spiel, das war ziemlich Anfang des Jahres oder Mitte, so, naja, dürfte so Juni, Juli gewesen sein, als es halt released ist. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich versuch das mal, dann wissen wir's. Werfe Granate! Nein! Es funktioniert nicht. Jetzt bin ich enttäuscht und traurig. Und erbost bin ich auch. Naja, wer auch immer da rauskommt, kann gleich drin bleiben. Ich sichere den Bereich hier. Ganz genau. Du, danke fürs Looten, aber jetzt beeil dich bitte. Auf dem Weg. Wir brauchen dich weiter vorne. Bereit. Bin dran. Aha. Mhm. Na dann. Ausgangsloch! Nicht dein Tag heute. Das Rumblepack rumbelt aber ganz schön, ey. Hab sie im Visier! Erzähl deinen Freunden von mir, Arschloch. Heute im Doppelpack. Hab sie im Visier. Nur leider schießt du so daneben, dass es weh tut. Na, immerhin. Hey, ich meine, die hat vorher mit der Schrotflinte auf 100 Kilometer Entfernung irgendwie einen kritischen Treffer gelandet. Ich beschwere mich nicht. Ist okay. Sorry, ich nehme es zurück. Alles gut. Kannst du die mit der Pistole erschießen, bitte? Danke. Bedrohung neutralisiert. Wer kann denn bitte exekutiert werden? Der da oben? Aber nicht von Bleibe dir. In Alarmbereitschaft. Bleibe in Alarmbereitschaft. Bleibt alle in Alarmbereitschaft, okay? Okay. Okay. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Vorsichtshalber, man weiß ja nie. Und du musst jetzt nachladen. Okay, weiter geht's. Und jetzt musst du deine Pistole nehmen, dein Gewehr am besten, und auf den da schießen. Und erledigt. Und erledigt. Und du musst den da. Hey, das wäre echt gut, wenn der den irgendwie treffen könnte, aber ich weiß nicht, wo ich ihn hinschicken soll. Das kommt mir nicht allzu blöd vor. 10% Trefferchance. 10% Trefferchance. Ich meine. Ja. Die beiden haben eine Beförderung verdient oder mehrere. Na gut, Exekution. So, das ist jetzt echt heute cool. Ist nicht dein Tag. Weil wir erinnern uns, für jede Exekution kriegt jeder andere, außer der Exekutierende, einen zusätzlichen Aktionspunkt. Das heißt, der verbraucht zwar jetzt seine 3 Aktionspunkte, gibt aber jeden von den anderen 3 jeweils einen. Also insgesamt 6 Aktionspunkte. Also gewinnt das Team insgesamt 3 Aktionspunkte. Dachte ich mir. Waffenexperte meldet sich. Somit hat er jetzt wieder seine 3 Aktionspunkte, obwohl er seine 3 Aktionspunkte schon ausgegeben hat. Leider kann er jetzt auch noch keine Granate wieder werfen. Ne? Man darf nur alle 5 Runden eine Granate werfen. Deswegen habe ich mich gerade so geärgert, dass ich das Loch nicht kaputt machen konnte, bevor es offen ist. Weil jetzt kann keiner eine Granate werfen und das Loch bleibt offen. Und das ist schade. Überwache die Umgebung. Deswegen überwachst du jetzt mal die Umgebung. Bin bereit. Und du bist bereit. Und du hast 5 Aktionspunkte. Nice. Einen davon brauchen wir leider gleich zum Nachladen. Zeit zum Nachladen. Tarnung. Diese Einheit erhört die Stadt verborgen. Oh nö, verbergen müssen wir uns nicht. Ich weiß schon, du deckst jetzt hier einfach. Na so, du bist nicht optimal zum Decken. Obwohl andererseits... Nehme Position ein. Na komm, das schaffst du.
Du bist Geschichte. Bin dran. Ich bin dran. Tun wir's. Und wir tun es. Moment, was geht's hier gleich nochmal? Was tut ihr? Wo seid ihr dran? Okay, und jetzt wird hier nochmal gedoppelt, gecross, dragged, Kreuzfeuer. Und jetzt erschießen die beiden sowas von ihren Freund. Oh oh. Abartige Kriecher, Nahkämpfer, macht andere Kriecher schwerer zu treffen. Ich glaube, der Gegner ist neu. Die lernen's nie. Heute nicht, Bade. Ich glaube, der ist neu. Meine Güte, jetzt geht's aber ab hier. Hallo. Party. Mein Gott, eine Granate da rein. Oh Gott, wäre das geil. Was? Aber ich glaube, es kann keiner Granaten werfen. Nächste Runde erst. Das tut weh. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Ich glaube, ich könnte mit einer Granate 6, wenn nicht mehr. Oh, wäre das schön. Wäre das schön. Aha. Das heißt, ich kann jetzt das Loch aber leider auch noch nicht zumachen. Okay. Schnurbli McBartington, du laufst los und deckst jetzt dieses Loch hier mal. Ich sichere den Bereich. Das meine ich. Und alle anderen tun was anderes. Alles im Blick. Wieder alles im Blick. Wow. Hä? Was? Ich habe leider nicht so viel, weder so viel Munition noch so viel Aktionspunkte. Ich glaube, das könnte jetzt echt gefährlich werden, gerade die Runde. Wenn ich doch nur eine Granate hätte. Eine Heilgranate hätte ich. Weiß nicht, ob das hilft. Naja, dann schauen wir mal, was passiert. Ah, oh, Gott sei Dank. Nett, dass der noch ins Schussfeld gelaufen ist. What? Keine Munition mehr. What? Warum? Wie konnte das passieren? Wie konnte das passieren, dass die beiden da einfach durchbrechen? Das finde ich eine Unverschämtheit. What? Jetzt wird getötet. Yeah. Ja, jetzt wird getötet, das stimmt. Davor haben wir gekuschelt im Vergleich zu dem, was jetzt kommt. Granate geworfen! Tot und weg. Monster Kill. Ich weiß nicht, ich glaube, wie viel Kills sind Monster Kill damals bei Unreal Tournament gewesen? Mehr als 5. Aber trotzdem, lassen wir zählen. Kommt noch Munition! Ist schon okay. Überwache die Umgebung. Ja. Ich hör zu. Hör zu. Mach das. Aber vor allem sprengst du jetzt mal die so ganz vorsichtig in die Luft, okay? Ohne, dass du dich selber sprengst. Und jetzt nimmst du deine Schrotflinte und lädst die bitte nach. Okay, lade nach. Gut. Und jetzt schießt du bitte auf den da. Na. Ich komme kaum hinterher. Naja, jetzt mal ganz ruhig. Du lädst jetzt bitte auch nach. Nachgeladen. Und ziehst komischerweise den da nicht. Warum? Dann gehst du halt bitte dahin. Und jetzt machst du den bitte kaputt. Nicht jetzt. Komm schon. Manchmal können die Gedanken lesen mit ihren Kommentaren. Ich bin hier.
Verstanden. Probieren wir das. Das könnte vielleicht... Vielleicht ist Schnurbli McBartington die Rettung. Ah, okay, warte. Er kann trotzdem die Rettung sein. Er kann dem anderen Deckung geben. Habe alles im Blick. Und los geht's. Ja, komm näher, mein Freund. Oh, schade. Versuch, Arschloch. Wenigstens das hat funktioniert. Das wird klasse. Bereit. Ja. Das wird klasse. Für die Königin, hat er gesagt. Der andere. Nachladen. Für Königin und Vaterland. Das war jetzt Command & Conquer. Anderes Spielprinzip, aber ähnliche Kameraperspektive. Schauen wir erstmal, wie die Trefferwahrscheinlichkeiten wären. Och, 67 geht. Aber sowas von. Nö, war noch nicht alles. Du musst jetzt noch Deckung geben. Bin dran. Ich höre. Verstanden. Warte auf Befehle. Was machen wir denn jetzt hier? Bin unterwegs. Her mit Ihnen! Bin dran. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um Sie, ehrlich gesagt. Aber... YOLO. Alles im Blick. Dann wird das schon gut gehen. Direkt reingelaufen. Nein! Oh, ärgerlich. Aber... Zeit zu gehen. Schnurbli McSchnüblington wird schon retten. Nein! Befehle? Schnurbli McSchnurblington. Hey, wenn ich dich jetzt verberge... Ach so, bis seine Interaktion... Nee, okay. Bereit. Weil später können dann wirklich manche Einheiten quasi sich verborgen fortbewegen. Und damit kann man dann auch durch Sperrfeuer, also durch so Overwatch-Deckungsfeuer, rote Bereiche durchsprinten. Und das ist dann schon unter Umständen echt gut. Wechsle die Position. Wechsle die Position oder so ähnlich, hat er gesagt. Keine Munition mehr. Ja, ist jetzt doof. Das versuchen wir. Das könnte gut gehen. Naja. Ja, Pistole. Pistolenzeit. Und bleib bloß liegen. Nice. Pistol time. Das waren alle. Come on, grab your gun. Was ist hier passiert? We're going to have a lot of fun. Ukon vernichtet die Aufräumtrupps. Hat nicht alle getötet. Schleifspuren. Sicher, dass sie noch leben? Die Toten treten nicht. Wenn wir Glück haben, wird Taktik kommen, sie orten. Sind sie ja. Los. Tötterte. Oh, eine seltene Belohnungskiste. Das ist wirklich ganz komisch. Als ob ursprünglich mal geplant gewesen wäre, dass man irgendwie Lootboxen dazu kaufen kann in dem Spiel. Weil wirklich die ganzen Belohnungen in dem Spiel...
in solchen Lootboxen ausgeliefert werden, die man dann öffnet und die haben verschiedene Seltenheitsstufen und dann macht es irgendwie bling, bling, bang und ganz viel Farben und so. Ich meine, ist okay. Dadurch, dass die eben nicht, also für echt Geld kaufbar sind, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber dass man sich dieser Ästhetik von der zukaufbaren Lootboxen bedient, obwohl man eigentlich Ingame-Belohnungen hat, finde ich komisch. Ich meine, eine Lootbox, die man für Echtgeld kauft, basiert ja schon auch auf Ingame-Belohnungen. Truhen gibt es schon immer. Aber diese Inszenierung, die ist schon sehr Free-to-Play-Lootbox-mäßig. Naja. Jack hat sich dir angeschlossen. Was? In dem Spiel hat sich einiges getan, seit ich das gespielt habe nach Release. Wer ist Jack? Warum ist das ein kleiner Roboter? Kann ich jetzt wirklich mit dem spielen oder wie ist das ein echter Charakter? Jetzt schauen wir uns mal unsere Lootboxen an. Fangen wir mal mit den Nicht-Seltenen an. Tada! Eine kritische Angriffschance plus 5% Griff-Dingens. Und? Schuhe. Und? Jetzt kommt's. Bam! Andere Schuhe. Mit plus 20 Lebenspunkten. Naja. Sudala. Gabe ist aufgestiegen. Die Charaktere... Am Anfang ist der Fähigkeitsbaum eben unübersichtlich und komplex, aber die Charaktere werden nach ein paar Level extrem mächtig. Das ist schon cool. So ein hochleveliger... Hochlevel-Soldat unterscheidet sich von seinen Fähigkeiten her schon massiv von so einem Rekruten. Richtig krass. Das ist schön gemacht, diese Progression dann letztendlich. Auch wenn eben manche Schritte relativ sinnlos sind, letztendlich werden die dann doch ziemlich mächtig. Jetzt passt auf. Ich glaube, das hier ist super mächtig, oder? Ein Verbündeter erhält eine Aktion. Das ist nämlich gut. Später werden es nämlich mehr Aktionen. Und dann kann der quasi ein... Jetzt kann ich quasi einen Aktionspunkt quasi an einen anderen abgeben, was schon nett ist. Später kann ich dann quasi einen abgeben und dafür zwei hergeben. Und der kriegt noch einen Schadensbonus. Das ist schon mal gut. Das mache ich. Und jetzt nehme ich entweder... Wenn die Fähigkeit Kommando dieser Einheit aktiviert wird... Was für eine... Was? Kommando, wenn diese Einheit eine andere Einheit tötet, wird jeder Verbündete um 4% seiner maximalen LP-Gehalt. Ach was, cool. Erhalten alle Verbündete in diesem Zug 5%ige Chance auf kritischen Treffer. Und hier, wenn diese Einheit einen Gegner tötet, wird die Abklingzeit der Fähigkeit Kettensägenangriff um 1 verkürzt. Ja, keine Ahnung, von mir aus. Okay. Aber jetzt müssen wir mal kurz noch ins Equipment schauen. Weil hier haben wir jetzt einen neuen... Ich weiß nicht, wie heißen denn die Dinger? Schaft. Ein schmaler Schaft. Bam. 5% kritische Trefferchance. Und ich könnte jetzt ihm... Aber er soll mal die Heilgranaten behalten. Ist schon gut, wenn einer Heilgranaten hat. Aber neue Schuhe gibt es jetzt. 10% Ausweichen ist zwar schon echt gut. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. 10% Ausweichen ist wirklich auch sinnvoll. Ich weiß gar nicht, ob 20 Lebenspunkte da so viel sinnvoller sind. Behalt mal deine 10% Ausweichschuhe. Sind auch blaue Schuhe, also was soll's. Okay. Aha, tatsächlich. Du hast einen eigenen Fähigkeitsbaum. Bist du eine neue Klasse, Jack? Woher kommt dieser Check? Das ist so ein typischer DLC-Content, der nicht mal... Schulterstütze, danke, das ist ein guter Begriff dafür. Der wird nicht mal irgendwie eingeführt in irgendeiner Cutscene oder so, sondern einfach so obendrauf geworfen, so ein bisschen. Check ist ein teilautonome fliegende Drohne mit Verbesserungen... Ah, die wurde doch in Gears 5 oder was, schon der vierte, wurde noch so Drohne eingeführt. Ich meine... Warum nicht? Ja, keine Ahnung. Ich finde es cool, dass es die gibt. Das ist neu. Und mit Perwoll gewaschen. Vielleicht auch. Das weiß ich aber nicht. War nicht dabei. Check. Check.
He's a Psychomaniac. Da muss ich immer dran denken, wenn irgendjemand Jack heißt, an dieses Lied Mad World. Mad World war ein ziemlich cooles Spiel. Ein Spiel, das komplett in Schwarz-Weiß war und in dem es eigentlich nur um super brutale Finisher mit einer Kettensäge ging. Da spielte man einen ziemlich kleinen, stämmigen Kerl mit einer Glatze und einem Kettensägenarm, glaube ich sogar wirklich, oder? Hatte der nur eine Kettensäge? Und auf jeden Fall hat man sich in schwarz-weißen Landschaften durch die Welt geprügelt, in so einer Art dystopischen Game-Show, wo es darum geht, dass man Leute tötet. Das hatte so ein bisschen No More Heroes-Flair. War sehr stylisch und sehr abgedreht. Und da hieß eben der Protagonist Jack und es gab in einem Level den Soundtrack, das war so ein bisschen gerappt und da hieß es im Refrain immer Jack, Jack, he's a Psychomaniac. Genau. Lange Geschichte, kurzer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Naja, Sprichwörter sind mein Achillesknie. Da, die sage ich immer falsch. So. Schrotflinten-Lady, du kriegst auch einen besseren Schaft. Nein, in dem Fall ist es ein Griff. Der Meister-Sturmgriff. Plus 3% Genauigkeit, bitteschön. Und außerdem gibt es vorne noch Punöpel drauf für 15% mehr Schaden. Nein, nicht Prozent, einfach nur 15. Und jetzt kriegst du noch eine knallig gelbe Farbe, damit man dich auch schön erkennt aus der Luft. Oh ja, mit Totenköpfen. Das ist doch... Hat was. Nichts Gutes, aber es hat was. Jack ist sogar eine Heldeneinheit. Der ist nicht nur... Tja, verrückt. Na gut, einen habe ich noch... Warte, welche Farben haben wir jetzt? Ah ja, ich weiß schon, du bist knallig grün, glaube ich. Gatling-Person. Gatling-Person, dem... Schrauben wir zwei kleine Ringchen vorne drum und schon ist das Ding 5% genauer. Sagenhaft. Diese Technik heutzutage. Verzeihung. Ach ja, genau, warte mal. Ich muss mir mal kurz gucken. Ihr könnt nämlich neue Rüstung und neue Hosen kriegen. Hey, warte mal, da muss ich mal kurz... Ja, genau. Ihr braucht vielleicht auch neue Rüstung, oder? Nein. Aber neue Hosen? Nein, auch nicht. Du wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee. Perfekte Hosen, super Rüstung. Da gibt's gar nichts. Ach so, die sind in Verwendung. Aber Hosen haben wir wirklich, keine Rüstungen. So, ich glaube, die Schrotflintenfrau, die immer vorne an vorderster Front ist aufgrund ihrer kurzen Reichweite, kann schon 20% mehr Lebensenergie gut brauchen, finde ich. Oh, aber Schwergewicht, diese Einheit... Ach so, so heißt das. Ich dachte schon, das ist irgendwie ein Mali noch dazu. Und du kriegst 15% mehr Lebensenergie. Nee, 5%. Also 15. Nee, warte mal, du kriegst 15. Und 5% Schadensreduktion. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Nicht, dass ich das Spiel uninteressant fände oder wäre, aber hast du einen Plan, wie es heute noch weitergeht? Oder was du heute noch so spielst? Ich habe theoretisch eigentlich viel Spiele potenziell geplant, die man noch spielen könnte, aber das macht mir gerade echt Spaß. Deswegen würde ich gerne noch ein bisschen weiterspielen. Musste das jetzt erstmal googeln. 2009 für die Wii rausgekommen. Wow, wusste gar nicht, dass es da noch neue Wii-Spiele gab. Wie lange? Die Wii war ja irgendwie... Die wird... kam nicht... Ich glaube, ohne Witz, letztes Jahr kam, glaube ich, noch ein Spiel für die Wii raus. Und zwar Just Dance. Ich glaube, das war letztes Jahr. Die Wii wurde super lange unterstützt. Also ich meine, dass jetzt Just Dance, glaube ich, war es, letztes Jahr noch rauskam, ist schon ein Sonderfall. Aber grundsätzlich wurde die trotzdem sehr lange noch mit Spielen versorgt. Aber klar... Die war auch super duper erfolgreich. So,
Ich mag das wirklich. Ich meine, es sieht ein bisschen albern aus und es macht überhaupt keinen Sinn, weil so Camouflage-Eigenschaften haben die Rüstungen alle nicht. Aber ich mag das wirklich gerne, dass ich die halt einfach auf den ersten Blick anhand der Farbe und des Musters sofort erkenne. Truppenauswahl. Jetzt haben sie Truppen und können sie auswählen. Ach so, aber ich darf hier nur zwei mitnehmen. Was ist denn das für ein Blödsinn? Ah, weil das eine Rettungsmission ist. Ich verstehe. Hä? Ist Jack jetzt immer mit dabei? Anscheinend ist Jack... Das ist eine ganz neue Mechanik im Spiel. Das ist echt interessant. Ich bin jetzt gespannt, was Jack so macht. Tarnen und täuschen anscheinend. Wie wurde Wir besser... Wir haben eine Spur der Gefangenen, die sich die Maden geschnappt haben. Diese kranken Bastarde verarbeiten die Gears wohl in Folterkapseln. Wir müssen schnell sein. Sobald wir bemerkt werden, zählt jede Sekunde. Für die fast 13 Jahre alte Konsole von Nintendo bringt Ubisoft Ende des Jahres den wahrscheinlich letzten Titel heraus. Das letzte Spiel der Wii wird Just Dance 2020. Ach schaut, sogar 2020 ist noch für die Wii erschienen. Tja, verrückt. Die Wii wurde besser behandelt als der New 3DS. Mit dem haben die mich echt über den Tisch gezogen. Ja, da war das ganze Konzept ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht genau, was die damit machen wollten. Vielleicht wollten die da wirklich so ein bisschen in Richtung Apple gehen, dass man alle paar Jahre oder jedes Jahr so kleine Upgrades bringt, oder ich weiß es nicht. Weil im Endeffekt haben die halt für den New 3DS Xenoblade gemacht. Und das war das einzige exklusive Spiel. Und ansonsten hatte der nicht wirklich Vorteile gegenüber dem alten 3DS, oder? Es war irgendwie ein bisschen doof, das Ding. Also, ich weiß wirklich nicht, was die auch da geplant hätten. Vielleicht dachten die jetzt mit Xenoblade Chronicles geht das voll durch die Decke und dann löst der New 3DS schön langsam den alten ab oder so. Ich weiß es nicht. Die Uhr tickt, also sind es nur wir zwei. Ein volles Team verlangsamt uns nur. Befreien wir die Gefangenen. Das macht total Sinn, weil zwei Soldaten sind viel schneller als vier. Vor allem, wenn man zwei unterschiedliche Ziele hat, wo man theoretisch in zwei Zweierteams vorrücken könnte. Aber nein, nein. Zu zweit sind wir viel schneller. Genau. In der Mission muss man jetzt relativ flott die Leute aus diesen Kammern hier retten, die Soldaten. Weil sonst, glaube ich, sterben die oder so. Und... Gleichzeitig gibt es überall Kisten. Das Spiel hat eigentlich immer so ein bisschen Zeitdruck, wenn es dann mal richtig losgeht. Ich glaube, das war wirklich nur zur Überbrückung da, falls die Switch länger gebraucht hätte. Aber da war sich Nintendo auch nicht ganz sicher. Die haben ja, ich finde das echt witzig, Nintendo macht immer das Gleiche. Damals, als der DS rausgekommen ist, hat nämlich Nintendo ganz lauthals und immer wieder verkündet, dass ja der DS jetzt keine Ablösung für den Game Boy, für die Game Boy-Reihe ist, sondern neben den Konsolen und neben Game Boy gibt's halt jetzt den DS. Und dann war der DS halt super erfolgreich und dann haben die gesagt, ach so, na gut, wenn der zu erfolgreich ist, machen wir doch keinen Game Boy mehr. Und dann kam eben die Switch raus und dann hat man gesagt, nein, nein, die Switch ist jetzt schon irgendwie so ein Handheld-Konsolen-Hybrid, aber löst jetzt nicht den DS ab als Handheld-Konsole. Den gibt's noch weiterhin, den DS. Und dann war die Switch so erfolgreich, dass man gesagt hat, na gut, okay, dann machen wir jetzt doch nicht mehr wirklich DS-Spiele. Tja, so ist das eben. Genau, Gears Tactics ist das, sorry. Jack verfügt auf Level 1 über zwei Fähigkeiten. Wingman. Durch diesen Statuseffekt wird die Kampfkraft eines Verbündeten verbessert, kann mehrmals auf dasselbe Ziel angewandt werden. Und Tarnung. Jack wird bis zum Ende des nächsten Zuges für den Gegner unsichtbar. Warum sollte ich mich unsichtbar machen, wenn ich auch Wingman werden kann? Ich weiß nicht, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Weil irgendwie geht's nicht. Jetzt geht's. Danke für die Unterstützung, Jack. Ach so, ich glaube, ich verstehe. Ich dachte, die fusionieren dann. Ich dachte, aus irgendeinem Grund, der fliegt dann einfach mit dem mit und die werden zu einer Einheit.
Ist aber nicht so. Ah, die Shotgun-Gegner. Die sind crazy, die Grenadiere. Die sind echt ein bisschen blöd. Wird gefährlicher, wenn er verletzt ist. Greift sofort an, wenn du zu nahe kommst. Achtung, Grenadier im Anmarsch. Haltet ihn auf Abstand. Der Nasher bedeutet Ärger. Der Nasher? Ich wollte eigentlich erst dahin. Warum kommen denn jetzt von da Gegner? Das passt mir gerade gar nicht. Alarmbereitschaft. Ach so, das dauert auch immer nur ein Zug, Wingman. Dafür mehr Zielgenauigkeit und mehr Schaden. Ah, und ich kann das auch mehrmals machen. Habe ich den jetzt dreifach gebufft? Oh, super seltene Trophäe! Ja, drei Stapel Wingman! Nur dann. 30% Trefferchance. Dank Wingman, sonst wäre es wahrscheinlich nicht so viel. Aber näher rangehen wäre schon trotzdem auch eine gute Idee. Yep. Ah ja, schon besser. Aufgepasst, wenn Grenadiere wütend werden, scheinen sie keinen Schmerz zu spüren. Aber wenn sie tot sind, wie ist es, wenn sie tot sind? Wie sieht's dann aus? Dann spüren sie auch keinen Schmerz mehr, glaube ich. Insofern, Win-Win, ja, oder so. Folterkapsel. Die Maden werden heute keine Gier sprechen. Das verspreche ich dir. Ich halte die Augen offen. Netter Versuch, Arschloch. So, von zwei Seiten ist immer blöd, ne? Okay. Was passiert denn jetzt, wenn ich Jack hier reinfliegen lasse? Wird er dann auch angegriffen wie ein normaler? Gut gemacht, Jack. Ach so. Der kann... Aha, ich verstehe gar nichts mehr. Jack, flieg mal dahin. Gut, danke, Jack. Das war nett. Da steht er da und schreit, aber tut nichts dagegen. Selber schuld. Was? Ja, was? Schießen halt. Was denn sonst? Fast keine Munition mehr. Ah, muss nachladen. Dann aber schnell jetzt. Alles nachgeladen. Also dann. Also dann. Alte Ausschau. Mal sehen, was sie zu bieten haben. Ich hab den total vergessen. Verdammt. Nicht so gut. Hey, jetzt reicht's aber. Nicht so viel auf Check schießen. Sauberer Kill. Den brauche ich noch. Zum Beispiel, um hier das... Ich hoffe wirklich, der hält das aus. Check hält das aus, oder? Kein Problem, Jack hält das aus. Aber jetzt muss ich ihn ein bisschen schonen. Vielen Dank, Jack. Ich habe mir nur gedacht, Jack wird wahrscheinlich nicht verletzt, oder? Der ist halt nicht organisch. Na, schauen wir mal, ich bin gespannt. Hier komme ich, ihr Penner. Genau ins Gedächtnis. Jede Menge Blei. Laufe los. Willkommen zurück, Soldat. Jetzt nimm eine Waffe. Wir haben noch einen Kampf vor uns. Jetzt nimm dir eine Waffe. Bereit. Wir haben noch was Köstliches geplant heute. Bin dran. Tun wir's. So. Noch 12... Nee, warte mal. Rette den Gefangenen in höchstens 12 Zügen. Und in welchem Zug sind wir?
verbleibende mitgeretteten Einheiten zu töten. Nee, das ist meine Sekundäraufgabe. Ich weiß nicht, in welchem Zug ich bin. Habe ich überhaupt einen Zug? Bin ich überhaupt in einem Zug? Check. Du musst in Deckung. Du musst schnell weg von hier, weil kaputt gehen sollst du jetzt auch nicht. Ich weiß nämlich nicht genau, wie deine Mechaniken funktionieren. Ob du auch nur K.O. gehst oder... Ich weiß es nicht. Ich traue mich nicht. Ich habe Angst. Ziel gesichtet! Alter Ausschau. Aber den nehmen wir jetzt mal in den Mangel. Komm doch, Magen! No. Geht zur Neige. Das war gerade absolut nutzlos. Das hat sie aufgehetzt. Ach, na schau. Seite Mann, Marsch. Immerhin. Zeit zu gehen. Yep. Ja. Yep. Ja. Oder ich, Arschloch. Rücke vor auf Position. Hm. Jetzt wäre echt gut, wenn der eine richtige Granate hätte und nicht nur Heilgranaten. Einer weniger. Dann wollen wir auch noch nachladen. Lade nach. Alter Ausschau. Ja, ist nicht optimal, aber hilft nichts. Ja, rücke vor. Aha. Halte Ausschau. Check, ich weiß gar nicht, was ich jetzt mit dir eigentlich machen soll. Na, weißt du was? Nee, flieg mal da hoch irgendwo. Nein. Ah, check, du nervst mich. So, flieg mal bitte hier hin. Und buff mal die hier kurz. Stark. Erledigt. Immerhin noch ein bisschen angekratzt. Mach's gut, Chilicon. Bis bald. Vergesst den Killtimer nicht. Wir müssen sie alle schnell retten. Jaha. Ich versuche es. Ja. Ach so, da oben steht jetzt wirklich in höchstens 12 Zügen. Der zählt wirklich runter. Ich dachte jetzt, das sind 10 Züge insgesamt. Dann haben wir noch ziemlich viel Zeit. Die Missionen sind am Anfang echt nicht schwer. Keine Munition. Die werden später schon knackiger. Sieht ziemlich tot aus. Munition geht zur Neige. Brauche Munition. Kritischer Treffer, nicht schlecht, aber leider halten die wirklich viel aus, ey. Geht klar. Baden sehr gut. Sich. Sehr gut. Machen wir ernst. Aber jetzt kann der hier exekutieren. Urteil wurde verstreckt. Somit kriegen alle mehr Bewegungspunkte. Wir sind gottverdammte Profis. Und die Musik hat aufgehört. Okay, check, kannst du Kisten öffnen? Er kann Kisten öffnen. Oh, das ist richtig nützlich. Das ist wirklich richtig nützlich. Der kann looten, während die anderen kämpfen. Dann flieg vielleicht nachher nochmal hierher zurück. Weil dieser Buff ist schon nett und so, aber das Kistenöffnen finde ich gerade viel besser als alles andere. Ziel voraus. Bereit. Warte auf Befehle. Weil leider musste ich in meinem ersten Playthrough von dem Spiel tatsächlich sehr viel Loot liegen lassen, weil das ist einfach ein Sekundärziel.
Und ihr wisst, wie mir das Herz blutet, wenn ich Loot liegen lassen muss. Bin dran. Ich weiß noch nicht, warum die da ihre perfekte Deckung verlassen sollten. Aber falls sie es doch tun, habe ich sie. An mir kommt niemand vorbei. Ah, Flanky Popanky, das machen wir, glaube ich. Ziel in Sichtweite. Ich mache das schon eine lange Zeit. Na, immerhin haben wir sie ein bisschen angekratzt, die zwei. Waffe entsichert. Jetzt haben die sich so doof verhalten, dass ich die eigentlich gar nicht mehr Flanko Popanko muss. Flanky Popanky. Flanken Popanken. Deswegen gehe ich jetzt hier in Deckung und dann kann ich die auch ganz gut flankieren, glaube ich. Naja, zählt anscheinend nicht wirklich als flankieren. Aber das nehmen wir. Yes. Runter. Ja. Yep. Yep. Ja, yep, yep. Greife an! Zweite Kapsel in Reichweite. Rettung beginnt. Im schmutzigen Nahkampf. Okay. Verdammt nochmal, zu einfach. Noch einer. Schade, dass er den jetzt nicht sieht. Er hatte gerade so einen guten Run. Ich habe mir gedacht, vielleicht will er gleich noch weitermachen. Aber leider nicht. Oh. Flucht. Fast keine Muni mehr. Ja, na also. Das war's für ihn. Jack, kannst du die Kiste noch nehmen? Danke, Jack. Jack, du bist ein guter Bot. Good Bot. Verstanden. Good Bot, Jack. Ja. Ja, können wir jetzt den Zug mal beenden? Haltet die Stellung, Leute! Alles klar. Los jetzt. Los jetzt. Während die anderen den retten, Brücke auf. Hebst du noch das da oben auf, bitte? Das sollte nützlich sein. Katsching! Und... Bottomil hat, glaube ich, nichts mehr zu tun, Verstanden. Oder? Nö, dann retten wir den jetzt. Tada! Hiermit erkläre ich euch für gerettet. Aber das war noch nicht alles. Weil jetzt müssen wir evakuieren. Und das ist nicht so leicht, wie sich's anhört. Verstanden. Jetzt können nämlich von überall Gegner kommen. Schussfeld festgelegt. Ich müsste für mein optionales Missionsziel mit den Geretteten noch 3 Gegner töten. Na, es wird ein bisschen knapp. Schauen wir mal. Sanitäter steht bereit. Aha. Na? Was? Bin unterwegs. Hä? Was ist los? Ziel in Sicht. Oh, schlupp die Butzen. Locust versperren uns den Weg raus. Entfernt sie! Wow! Die doppelte Dosis. Denkt ihr dasselbe, was ich denke? Ich höre zu. 3 Gegner... Nein, sie hat eine Stim-Granate. Ah! 3 Gegner töten wäre gerade so leicht, wenn sie eine richtige Granate hätte. Aber sie hat nur eine blöde Stim... Eine Stim-Granate. Verstanden. Die schlägt man so gegen einen Stein und dann schwingt die im hohen C die Stim-Granate. Und dann kann man seine anderen Waffen danach stimmen. Ja, ja. Hey, das ist aber auch nicht doof. Den explosiven Schuss...
10% Trefferchance, aber wenn der trifft, explodiert der und reißt die anderen drei da um ihn rum noch mit. Not even close. Na gut. Dreifach gebufft. Schauen wir mal, ob das vielleicht für drei Kills reicht. Theoretisch dürfte es passen. Schauen wir mal. Eins. Gut. Ziel neutralisiert. Zwei. Ja! Nebenmission erfüllt. Was? Unterwegs. Habe alles im Blick. Ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen um Robo-Freund und seine Nicht-Robo-Freundin, die da unten stehen. Weil da sind schon einige Nahkämpfer in Reichweite, befürchte ich. Und deswegen werde ich hier mal ein bisschen abschirmen. Ich halte die Augen auf. Vielleicht kann ich einen wenigstens blockieren. Oder auch nicht. Schade. Au, das war ein Treffer. Meine Güte. Aua. Aber die anderen kommen anscheinend nicht mehr in Reichweite, deswegen dürfen die gleichzeitig ziehen. Das ist auch eine sehr schöne Komfortfunktion von dem Spiel. Dass Gegner, die quasi sowieso nichts bewirken, einfach alle gleichzeitig ziehen und fertig. Das ist gut. Das ist sehr gut. Was? Was? Weiß ich nicht. Es schießt mal alle bitte. Außer Betrieb. Nur noch eine Kugel. Keine Munition. Also, ich habe jetzt nicht genau mitgezählt, aber gefühlt war das mehr als eine Kugel gerade. Würde ich jetzt mal behaupten. Stark. Ja. Mist, nachladen. Werde nachladen. Ja, bitte mach das. Und jetzt verhau den da bitte mal ganz doll. Friss und stirb! Nur noch einer! Bestätigt. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Gut. Ziel neutralisiert. Gut. Ziel in Sicht. Bereit machen. Etwas nähert sich. Wirklich? Bereit für die Konfrontation. Schauen wir mal, ob wir noch schnell genug abhauen können. Ich glaube, die meisten werden es nicht in einem Zug schaffen. Aha. Aber im nächsten Zug, oder? Verstanden. Sanitäter steht bereit. Der heilt sich sogar automatisch, der Roboter. Ich mag den immer mehr. Der wird ja immer nützlicher. Kann verstärken, kann Loot sammeln, kann aufklären, kann Treffer einstecken und sich dann wieder automatisch heilen. Das ist echt voll gut. Ich halte die Augen offen. Hätte ja sein können, dass sie von oben kommen. Aber die beiden interessieren uns jetzt gar nicht mehr. Die lassen wir jetzt einfach stehen. Denn die beiden interessieren uns auch nicht mehr. Also ich meine... Und der interessiert uns auch nicht mehr. Ich meine, wenn wir jetzt auf der Flucht noch schnell einen erschießen können, dann bitteschön. Aber Hauptsache, es stehen jetzt am Ende der Runde alle im Kreis. Bereit. Check. Komm mal erstens in den Kreis, bitte. Mit das da. Gut gemacht, Jack. Gut gemacht, Jack. So. Die halten schon ganz schön was aus, muss man schon sagen. Aber jetzt ist er tot. Bedrohung eliminiert.
emiliniert. Bestätigt. Bereit. Die gute Nachricht, du bist gerettet. Die schlechte, du bist der Letzte von Echo 5. Und jetzt los. Vor uns liegt eine große Mission. Redet der mit mir? Und noch viel Rekrutierungsarbeit. Bin ich gerettet? Nein, nein. Ach ja. Nummer 5 lebt. Jetzt kriege ich die ganzen Check. Ah, das ist der Check-Modus. Jetzt verstehe ich. Jetzt check ich's erst. Der Check ist anscheinend einer der also zumindest der namensgebende neue Inhalt aus diesem Check-Modus. Alles klar, aber ich glaube auch dieser eine Gegner, der die anderen irgendwie... Aber da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Befördert! Kann der Roboter auch irgendwie so General oder sowas werden? Ja gut. Der Coltrane hat sich dir angeschlossen. Ah, warte mal. Das ist natürlich aus Gears of War, aus den ersten Teilen, aus dem ersten Teil auf jeden Fall. Das ist natürlich, klar, da gibt's einen Charakter. Ich glaube, der heißt eben sogar wirklich Cole. Und da reden die oft drüber, dass der, bevor der Soldat wurde, so ein Spitzensportler war. Ah, das macht sogar Sinn, zeitlich. Kommt das vielleicht sogar hin, dass der zu der Zeit noch so eine Sportlegende ist? Jetzt verstehe ich. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, kriegt man einfach so hier eine Level 3 Vorhut geschenkt. Die gleiche Klasse wie er hier, der Sid Redburn. Check ist jetzt auch... Ich muss mir mal noch kurz den Fähigkeitsbaum von Check kurz ein bisschen ansehen, was der als seine End-Super-Fähigkeiten, die 4, lernt. Magnetmine. Mhm. Dieser Einheit legt eine Mine, die Gegner anzieht und in einen Zug detoniert. Verursacht 400 Schaden. Cool. Er stellt in einem Unkrautkreis von 10 Metern von Check einen Archon-Bogen. Ich schätze, das ist ein Schutzschild oder sowas. Der war doch in jedem Teil dabei. Ja, ja, ich kann mich nicht mehr so genau an die... Vor allem an die Figuren, an die Charaktere kann ich mich wirklich kaum noch erinnern. Aber jetzt ist es mir wieder eingefallen. So eine Art Footballstar, genau. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ist das irgendein Crossover oder eine Anspielung? Ich verstehe es nicht. Aber dann, jetzt so... Ah, natürlich. Je nach Gegnertyp... Dauer, je nach Gegnertyp. Da haben wir der Gegner... Was wird zu einem kontrollierbaren Verbündeten? Ach, sowas finde ich... Sowas mag ich immer echt gerne. Gegner kurzzeitig übernehmen kann ein unglaublicher, mächtiger, strategischer Vorteil sein. Schon allein, weil der, wenn man den dann gut platziert, zum Kugelmagneten wird und die anderen Gegner lassen einem selbst in Ruhe. Es kann nur ein Gegner gleichzeitig übernommen werden. Okay, ich glaube, ich weiß schon, wo ich den hin spezialisiere. Alle Verbündeten erhalten eine Aktion. Okay, das ist auch echt mächtig. Alle Verbündete im Umkreis von 7,5 Meter erhalten eine, wenn ich da theoretisch alle 4 Verbündete kriege oder so. Später sind es, glaube ich, sogar 6 Einheiten. Oder? Ich weiß gar nichts mehr. Auf jeden Fall, das sind viele Aktionspunkte. Aber Gegner kurzzeitig übernehmen. Finde ich ziemlich sexy. Ich meine, theoretisch kann man wahrscheinlich auch 2 Bäume ziemlich gut maxen, bevor man es durchgespielt hat. Bei den meisten zumindest. Also bei den normalen Soldaten, wenn man die öfter benutzt. Verbündete erhalten plus 40% Genauigkeit, wenn die Einheit im Effektbereich anvisiert. Was? Das nehmen wir, weil das in die Richtung geht. Und... Lege einen Bereich fest, in dem Gegner ihren Gelegenheitsangriff verlieren. Wow, das ist echt ziemlich mächtig. Also ich muss schon sagen, dieser Check ist echt mächtig. Verdammt.
Und da ist er. Der Coltrane. Mit einzigartiger Rüstung. Ich meine, der kann im Grunde nie eine andere Rüstung anziehen, oder? Naja, gut. Machen wir für heute jetzt Schluss mit Gears Tactics. Aber das Spiel hat mir dieses Jahr wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt mit dem Checked Add-on, vielleicht spiele ich sogar privat nochmal durch. Das ist nämlich auch ein schönes Spiel, finde ich. Vor allem, wenn man es schon mal durchgespielt hat. Das kann man auch so gemütlich nebenbei spielen, während man irgendwas anderes macht, so ein bisschen. Das ist cool. Hallo, Litokat. Ja, natürlich, für die heutige Galashow. So, muss ich speichern? Ich hoffe nicht. Na gut. Gears Tactics. Ja, cool. Hey, machen wir kurz 5 Minuten Pause. Nicht mal wahrscheinlich. Ich bin sofort wieder da. Bis gleich mit dem nächsten Spiel. Welches das ist, weiß ich selber noch nicht. Schauen wir dann mal. Bin gleich wieder da.